Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sly 2 mit mir, Zavex, und mit dem schildkrötenhaften Bentley, der ziemlich schwer zu steuern ist jedes Mal und total Stress macht. Und oh, in der letzten Folge wurde eine tolle Ballonaufgabe abgeschlossen, wo ich zugeben muss, da habe ich mich überhaupt nicht angestellt. Das ging so von der Hand, das hat super geklappt. Und nun geht's weiter. Viel Spaß. Yay. Nach diesem Zeitplan müsste Stahlross Nummer 1 jetzt jederzeit vorbeikommen. Ich sehe ihn. Er fährt verdammt schnell. Einfach auf den Dienstwagen springen und durch die Luke einsteigen. Kinderspiel. Was? Echt jetzt? Das stand nicht im Vertrag. Oh, hat ja geklappt. Oh. Cool. Das ist... Alkohol ist nicht gut, Kinders. Immer kaputt machen. Wenn ihr Alkohol seht, kaputt machen. Damit es keiner trinkt. Das ist Alkohol. Alkohol nicht gut. Alkohol kaputt machen. Fässer auf. Oh, Laser. Warum macht das Sly nicht? Ehrlich. Hallo? Kann ich da durch? Nein, kein. Was? Ernsthaft? Warum kann... Hallo? Gefällt mir nicht. Leise. Danke. Ach, warum sind alle Münzen dort drüben? Spiel, verarsch mich nicht. Mag ich nicht. Was? Okay. Hallo? Warum muss ich die krassesten Jump-Einlagen mit dem hier machen? Mit der... Oh, ich will Sly spielen. Gut, ein bisschen verkraften können wir auch. Hallo? Oh. Zug, warum bist du plötzlich so groß geworden? Oh, hat... Oh, jetzt habe ich noch unnötig Aufmerksamkeit gemacht. Oh, was war das denn? Okay, never mind. Es ist alles okay. Was habe ich hier noch? Hier habe ich noch, glaube ich, so eine normale. Boom, boom. Darf ich dich explodieren? Darfst du explodieren? Du darfst explodieren. Das rote Fass durfte auch explodieren. Das durfte das. Er hat es einfach gemacht. So. Junge. Auf geht's in die Höhe. Mit dir. Einfach so. Oh, nochmal hier lang. Was? Haha! Fall runter! Fall runter! Oh, was? Oh. Okay. Warum muss ich das nochmal mit Ben, wenn er jetzt nicht danach irgendein Safe ist, was man mit Computertechnik aufschließen muss, dann finde ich das gemein. Hallo? Ich werde da durch. Danke. Hallo? Danke. Okay. Wieder ein bisschen Geld mehr. Und ab in die Feuerprüfung. Feuerprüfung. Feuerprüfung.
Noch mehr Feuerprüfung. Ganz viel Feuerprüfung. Hallo, Lazy. Tschüss, Lazy. Ich hab's geschafft. Again. Speedo. Boom. Und tschüss. Okay, das klappt. Das ist totally machbar. Und tschüss. Das Geld, das fliegt aus hinter dem Grund irgendwo anders hin. Und wupp. Wupp. Und tschüss. So, wirklich wieder viel Geld und an der gleichen Stelle wieder. Wupp. Wupp. Und tschüss. Wupp. Hallo? Nicht da. Dankeschön. Und tschüss. So, jetzt kann es endlich weitergehen. Cool. Da sind Gegner. So, gekonnt ignoriert. Was ist das jetzt hier? Hallo, hallo, hallo. Ich bin unbesiegbar. Oh. Was, wie lang ist der Zug? Der war niemals so lang vorher. Okay. Jetzt mit Bentley noch schleichen. Üben. Gucken Sie weg. Sie wollen in die andere Richtung gucken. Hier befindet sich gar nichts. Sie wollen immer noch in die... Das macht er nicht. Blödi. Gucken ja gar nicht weg. Was mache ich denn da? Aha! Nicht diese doofe Randtaste. Kann ich da was hochwerfen? Hat das die abgelenkt? Nö, scheint nicht so. So, dreh gehen. Muss ich da hochspringen? Also so sehen sie mich ja voll. Tatsächlich. Das ist ja mehr Schleichmanöver als bei Sly. Und rüber. Ja, Lunge. Toll. Hervorragend. Eins dieser seltsamen Robotorgane gehört uns. Und Jean Bison hat einen Stahlrostzug weniger. Geschafft! Warum wir das mit Sly nicht gemacht haben, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Es läuft großartig! Wir haben bereits eines von Jean Bisons 3 Clockwerkteilen gestohlen. Stahlrost 2 und 3 werden jedoch ein wenig schwerer zu knacken sein. Zuerst muss ich auf Stahlrost 2 steigen und einen kleinen Präventivschlag mit meinem ferngesteuerten Helikopter ausführen, um die Luftverteidigung auszuschalten. Dann ist es an Sly, auf zauberhafte Weise ins Innere einzudringen und an die zweite Lunge Clockwerks zu gelangen. Murray, du musst ein paar Bärenjunge einfangen, um eine Draisine in deiner Nähe in deinen Besitz zu bringen. Wir brauchen sie, um damit Stahlrost 3 einzuholen. Aber keine Sorge, die Bärenjungen kommen dabei nicht zu Schaden. Ganz im Gegensatz zu den Wachen. Okay. Das klingt machbar. Huschki, wuschki. Huschki, boischki. So, Donny. Wollen wir mal weitermachen. Da de Bentley, da de Mary. Da de Bentley, de Mary.
Bentley. Damit wir das erledigt haben. So. Irgendwo da hinten. Okay. Ich renne mich mal durch. Einfach durchgehen. Flups, das war ja gerade irgendwo anstrengend gewesen. Ich verstehe echt nicht den Grund, warum das nicht Slime machen könnte. Konnte. Ach, da ist es ja schon. Cool. Aufgepasst, Bentley. Hier kommt Stahlross Nummer 2. Sind du und dein RC-Helikopter bereit? Wir schaffen den Job. Vorausgesetzt, dass ich den Zug einholen kann. Was? Okay. Ich muss zu dem Zug da. Ach, ich muss echt auf den auch noch drauf springen. Ist doch nicht wahr. Unglaublich. Aha. Machen. Was? Wie? Wo? Hä? Sagt das Spiel, ich soll von hier drauf springen. Der Zug ist da. Ich bin hier. Da ist ein beliebiger Gegner. Hallo? Oh. Was? Das war doch der Zug. No. Was geht hier ab? Was geht ab? Was geht ab? Ich weiß nicht, was los ist. Durchs Dach. Die Zwang zu tritt. Zu tritt? Voll reintreten. So. Du bist zu. Und jetzt bin ich drin. Ich gerade auch. Spiel. Sollte besser funktionieren. Sly wird es nur durch den Zug schaffen, wenn ich die Luftverteidigung neutralisiert habe. Gut, dass ich den Helikopter mit einer neuen Kanone ausgerüstet habe. Mal sehen. Die X-Taste wirft Bomben und die Quadrat-Taste schießt. Okay. Boom, boom. Okay. Ich sollte die Raketenwerfer zerbomben, bevor die Sache unschön boom, boom. Wird. Gott. Hä? Hey, komm schon. I don't triff dies. Cool. Piu piu. Noch ein. Oh, noch einen dritten. Nummer 3. Wunderbärchen. Weiter geht's. Piu 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 piu. Oh, Mini-Hubschrauber des Todes. Ich krieg euch alle. Eine Chance. Oh, das ist cool. Die Mission mag ich. Bam. Und noch mehr Bam. Explosions. Of the Dead. Puh, ihr habt keine Chance gegen mich. Ich bin unaufhaltsam. Und noch den hier. Aha, ich wurde noch gar nicht getroffen. Kann ich fast mit angeben. Piu piu. Oh, ihr Daddy bösen Spielzeugflugzeuge. Haha. Einfach weil ich's kann. Puh. Da liegt Geld. Das sehe ich. Was macht das Bling Bling? Da war Bling Bling. Okay, noch mehr Flieger. Oh, nein, oh. Cool, cool. Alles erledigt. Weiter geht's. Auf dem unendlichen Waggon. Aufs Blut. Oh. Jetzt treffe ich mich an. Hey, flieg nicht weg. Okay. Tschüss, tschüss. Wunderbar. So geht das. Weitergeschossen.
Wir räumen hier auf. Das ist es. Das letzte Stück. Okay. Ah! Okay. Wurde ich doch nochmal getroffen. Jaha! Oh yeah! Das würde ich als Erfolg bezeichnen. So gefällt mir das doch. Wenn ein Plan gelingt. Irgendwie. Auch wenn man nicht richtig weiß, warum oder was wie abging. Das war cool. Das war die kurze Bandley-Aufgabe ever. Das können Sie ruhig nochmal machen. So, aber ich würde sagen, die Zeit ist wieder soweit, dass eine weitere Folge Slice 2 nun vorbei ist. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wenn ja, dann schaltet doch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es mit Mary weitergeht. Hier bei mir. Yay. Ciao.